Der Besuch der Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in Südkorea scheint die diplomatische Eiszeit zwischen den Nachbarstaaten zu beenden. Im Auftrag ihres Bruders übermittelte Kim Yo-jong dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in überraschend eine Einladung nach Pyongyang. Es wäre das dritte Gipfeltreffen der beiden Länder. Die Sondergesandte Kim Yo-jong hat einen Brief des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un übergeben, in dem er seinen Wunsch nach einer Verbesserung der innerkoreanischen Beziehungen äußert. Demnach ist Kim Jong-un bereit, Präsident Moon Jae-in in naher Zukunft in Nordkorea zu empfangen. Nur 3 Kilometer vom Amtssitz des Präsidenten in Seoul entfernt protestierten mehrere hundert Demonstranten gegen die Annäherung der beiden Nationen. Nordkorea entsandte zu den Winterspielen in Pyeongchang eigene Athleten, ein Orchester und mehrere Begleitgruppen. Kim Yo-jong ist das erste Mitglied der seit 3 Generationen in Nordkorea herrschenden Kim-Familie, das den Süden der koreanischen Halbinsel besucht.